So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield Play for Free. Ja, in dieser Runde werde ich einfach mal nachkommentieren. Das hat auch einen bestimmten Grund. Also ich lasse einfach mal im Hintergrund irgendwie ein aufgenommenes Gameplay laufen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, wie gesagt, das hat einfach einen bestimmten Grund, wieso ich jetzt nachkommentiere. Und zwar, ich fange einfach mal so an. Tagtäglich oder auf jeden Fall sehr oft fragen mich Zuschauer, Abonnenten oder halt Leute, die einfach mal in die Videos schauen oder welche von euch sogar in Skype, in PPN, in Kommentaren, whatever. Wie bist du eigentlich so gut, sag ich mal? Also wie schaffst du es, eine gute KD hinzulegen? Wie bist du eigentlich so gut in den ganzen Let's Plays? Oder auch wenn ihr mal mit mir privat zockt oder irgendwie sowas, fragen mich auch einige, oder auch nicht privat zocken, sondern einfach mal in den Kommentaren oder so, welche Waffe ist gut auf der und der Map oder wie sind die und die Aufsätze auf der und der Waffe oder wie ist die Waffe und auf die Range und auf Nahkampf und überhaupt etc. halt, ihr wisst schon, was ich meine. Und oder sagen halt, also nichts gegen euch oder so, sondern manche sagen einfach, ich bin halt nicht so gut wie du, ich bin halt eher schlechter in dem Game und wie schaffst du es halt, so gut in dem Game zu sein, gib mir doch mal ein paar Tipps oder irgendwie sowas oder sag mir noch mal, wie du das schaffst, so gute KDs hinzulegen, sag ich mal. Es soll jetzt kein Selbstlob sein oder irgendwie sowas, sondern, warte mal, ich muss sagen, ihr mein, der kommt noch runter. soll jetzt kein Selbstlob sein oder irgendwie sowas, sondern, das fragt ihr mich halt immer, wie ich sowas schaffe. Und da hatte ich so eine Idee. Und zwar, dass ich, sozusagen eine neue Let's Play-Reihe anfange. Und zwar nicht eine ganz normale Let's Play Battlefield Player Free Reihe, sondern nicht wirklich Waffentests. Es sind schon Waffentests, aber nicht nur halt sozusagen Waffentests, aber noch ein bisschen anders. Aber das sind jetzt Waffentests. Ja, ich sag einfach mal, ich finde, es sind jetzt nicht hundertprozentig so Waffentests, wie man sie normalerweise macht, sondern wir machen es einfach so. Entweder ihr fragt mich oder ihr sagt einfach mal, ihr schreibt mir eine PN. Also entweder eine PN schreiben oder unter dieses Video hier als Kommentar schreiben. Am besten PN. Also ich empfehle PN auf YouTube mir zu schreiben. Oder halt, wenn es nicht anders geht, Kommentar, aber sonst halt PN bitte. Welche Waffe ich testen soll. Also welche Waffe ich spielen soll und dann, wenn ihr möchtet, also ihr sagt mir einfach mal, welche Waffe ich testen soll und so. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr mögt, ihr müsst nicht, könnt ihr auch noch sagen, welche Aufsätze ich nehmen soll. Also ich habe mich jetzt nicht alle Aufsätze in dem Game, ich bin ja auch nicht so ein Ultra-Pair, der irgendwie jetzt, keine Ahnung, alle Waffen, alle Aufsätze und so weiter hat in dem Game. Ich habe jetzt nicht alle Aufsätze, aber ich kann einfach mal gucken, vielleicht habt ihr Glück und ich habe genau die Aufsätze, die für mir aufzählt. Aber wenn nicht, dann ich versuche einfach mal so viele Aufsätze wie möglich, dass dann auf die Waffe zu setzen, auf jeden Fall als PN oder Kommentar halt schreiben, welche Waffe ich mal in so einem Video und so einem Waffentest, sag ich mal, in Anführungsstrichen zeigen soll. Und da mache ich dann einfach so in dem Video, wo ich dann die Waffe zeige, die ihr mir gesagt habt, werde ich dann erstmal im Hauptmenü kurz was zu der Waffe sagen. Und auch mal die Aufsätze zeigen, also dass ich wirklich beweise, dass ich halt die Aufsätze drauf habe, ne? Nicht, dass ich auch am Ende irgendwie scheiße erzähle oder so. Auf jeden Fall, dass ihr dann den Beweis habt, dass da wirklich Aufsätze drauf sind. Und da sage ich nochmal kurz was zu der Waffe und überhaupt. Und dann gehe ich einfach mal auf die Map, die ich gut finde für die Waffe, wo ich einfach mal denke, diese Waffe ist gut auf der Map, weil ich spiele das Spiel schon über ein Jahr, über anderthalb Jahre oder so. Ich kenne mich eigentlich schon ziemlich gut aus. Mit meinem Medic bin ich schon Level 28. Mit den anderen Klassen bin ich auch schon sehr hoch. Habe ich auch schon sehr hohen Rang. Und ich sage einfach mal so, ich kenne mich damit ganz gut aus eigentlich. Und ich glaube, ich weiß auch, welche Waffe gut auf der Map ist. Und so. Und dann gucke ich einfach mal für mich, welche Waffe der auf welcher Map gut ist. Und dann gehe ich einfach mal auf die Map und da kommentiere ich halt das Video nach. Also ich nehme einfach mal ein paar gute Szenen auf oder einfach mal ein Gap auf und so und laber einfach mal im Hintergrund so das über die Waffe und sag einfach mal, wo man am besten hinlaufen soll, also wo man am besten lang gehen soll, wo man am besten so hinsneaken kann, also so am besten so hinter den feindlichen Linien, sag ich mal, so die ein bisschen flankieren, die Gegner, genau, flankieren, das ist vorhin gerade gefehlt, Gegner einfach mal versuchen zu flankieren oder irgendwie mal
wie die Waffe auf Range ist, wie die Waffe auf Nahkampf ist, um einfach mal zu den und den Sätzen mal die passende Szene aufzunehmen. Dauert natürlich ein bisschen, also ist so ähnlich wie Willy Pete Cars, der macht ja auch sowas, der macht ja auch so, wie man taktisch vorgehen kann. Aber, naja, vielleicht gefällt euch das ja, ich mache das genauso wie Willy Pete Cars. Willy Pete Cars macht das ein bisschen professioneller, der hat halt schon einen Kanal wie Abonnenten, der ist halt schon ein bisschen bekannter. Aber ich hatte einfach mal Bock darauf. Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, vielleicht noch einen Kanal dafür aufzumachen extra, aber erstmal mache ich das auf dem Kanal und gucke einfach mal, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Also einfach mal per PN, am besten PN auf YouTube, mir schreiben, welche Waffe ich einfach mal testen soll, eventuell auch noch die Aufsätze. Ich gucke einfach mal, welche Aufsätze ich zusammenbekomme. Ich will mir jetzt nicht extra die und die Aufsätze kaufen, wenn wir ein oder zwei mal fehlen. Ein oder zwei Aufsätze mal fehlen, dann will ich den jetzt extra kaufen. Ich meine, ich will dafür nicht extra dann Geld ausgeben, sondern ich gucke einfach mal, ich habe schon sehr viele Waffen und da gucke ich einfach mal, welche, ob ich die habe, die ihr mir halt sagt, in der PN und so. naja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich würde es eigentlich ganz geil finden, ich hätte Bock darauf. Dauert natürlich vielleicht schon pro Video vielleicht eine Woche oder so, weil ich auch noch ein paar Details und ein paar Daten so zu der Waffe herausfinden muss und vielleicht auch ein paar geschichtliche Sachen, also woher die Waffe kommt, Russland, USA, China, was auch immer, und ein bisschen was über die Waffe sage. Na, auf jeden Fall, das war's auch noch wieder. Damit ist die Folge auch wieder vorbei. War eine sehr kurze Folge, aber das, mir geht's einfach in dieser Folge nicht um das Gameplay, das jetzt im Hintergrund läuft, sondern einfach mal um das, was ich hier erkläre. Und ich hatte Bock darauf. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Und oder sagt es mir einfach mal per Likes und Dislikes. Ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben mit eurem Feedback. Aber sagt es mir einfach mal Likes und Dislikes. Dann sehe ich dann, wie ihr das findet. Und ja, dann war es das auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Meinung. Und ja, bis dann, Leute. Und haut rein, Leute. Ciao.